Ich würde vorschlagen, wir stellen uns einmal in der Runde ganz kurz vor, von links nach rechts, wie ihr das da auf dem Bildschirm auch schon sehen könnt. Also mein Name ist Matthias Hild, ich bin von der Social Impact GmbH und seit 2019 im Programm Brückensteine CareLiver für all die Aktivitäten zuständig, die wir in dem Bereich machen. Gib damit mal ab an Hannes. Jo, hi, auch von meiner Seite. Ich bin Hannes von Social Impact, sehr frisch dabei, seit mittlerweile 2 Monaten, fühlt sich aber schon länger an. Und ich bin in meiner Rolle als Produktmanager für Caribou hier und kümmere mich da darum, die Bedürfnisse der unterschiedlichen Zielgruppen zusammenzubringen, dass die sich in unserem Angebot wiederfinden. Und da schmeiße ich den Ball rüber zu Christoph. Ja, hallo, ich bin Christoph. Ich bin der Head for Social Change bei ThoughtWorks. ThoughtWorks ist eine Software Consultancy und ich habe einen Hintergrund in UX Design und Produktentwicklung. Deswegen werde ich dazu später auch noch ein bisschen was erzählen. Und ich gebe weiter an Nina. Vielen Dank dir, Christoph. Moin, ich bin Nina Halbig. Ich arbeite bei der Orbit Ventures. Wir sind ein Corporate Venture Builder aus Hamburg. Und bezogen auf das Thema, was wir euch heute mitbringen, bin ich Teil des Moderatorenteams inzwischen auch bei Caribou. Mehr dazu gleich. Und ich gebe ab an Nono. Ja, moin, ich bin Nono, genau. Zusammen mit Nina haben wir vor allem auch die Entwicklung und auch die Research in einzelnen Bereichen der Plattform, die wir gleich vorstellen werden, betreut. Und ja, wie das alles läuft, das erfahrt ihr gleich. An Matthias, bitte. Ja, danke schön. Vielleicht so zum Start nochmal, also zunächst mal vielen Dank. Wir, die ganze Runde, alle Organisationen, die in dem Projekt beteiligt sind, freuen sich riesig, dass wir heute hier die Gelegenheit bekommen, euch beim Digital Social Summit hinter unsere Kulissen mitnehmen zu können. Viele haben sich vielleicht bei der Anmeldung oder auf der Website vom Digital Social Summit gefragt, erstmal Social Impact, kenne ich eigentlich nur von Social Startups. Oder Social Impact Labs, denken dabei aber nicht unbedingt direkt an die Jugendhilfe oder digitale Produktentwicklung. Aber Social Impact ist ja bekanntlich eine Agentur für soziale Innovation. Das bedeutet immer auch zu schauen, wo gibt es soziale, gesellschaftliche Problemfelder? Wie können wir wirkungsvoll andere Lösungen für Herausforderungen entwickeln? Wie können wir einen Beitrag leisten, unterrepräsentierte Themen und Zielgruppen stärker in die Öffentlichkeit zu bringen? Auch mit dieser Session hier heute. Seit 2019, machen wir nämlich genau das und beschäftigen uns bei der Social Impact auch mit den besonderen Herausforderungen in der Übergangsphase von der stationären Jugendhilfe in ein selbstständiges Leben. Die jungen Menschen, die das betrifft, zählen zu einer der vulnerabelsten Zielgruppen unserer Gesellschaft. Und vor diesem Hintergrund sind wir als Social Impact bei der Initiative Brückensteine CareLiver aktiv. Das Besondere, und damit geht es jetzt so ein bisschen in unsere Session hinein, ist, dass wir uns vor allem auch mit digitalen sozialen Innovationen beschäftigen. Wir sind überzeugt, dass die Potenziale von digitalen Tools und Angeboten, die die jungen Menschen auf dem Smartphone nutzen können, noch immer nicht gehoben sind, dass da viel brach liegt. Und wie wir vorgehen, um junge Menschen mehr digitale Teilhabe zu ermöglichen und sie als Zielgruppe in den Prozess zu integrieren, darum geht es jetzt. Dafür nehmen wir euch heute mit in unser Innovationslabor. Wir zeigen euch unseren Lern- und Erfahrungsraum, und zwar Caribou. Nuno, wenn du einmal weiterklickst, dann starten wir mit der Präsentation. Caribou ist ein digitales Ökosystem im Bereich Living Care. Und für den Deep Dive erkläre ich euch jetzt nochmal ganz kurz, was Living Care eigentlich ist und welche soziale Herausforderung damit zusammenhängt. Ihr Lieben in der Session, also denkt euch einen Moment mal in die Zeit zurück, in der ihr euch ein eigenständiges Leben aufgebaut habt. Wer hält euch da den Rücken frei und unterstützt? Es werden in aller Regel eure Eltern sein, die erweiterte Familie, feste Freundschaften und Beziehungsstrukturen. Vor allem in unsicheren Lebensphasen können wir nämlich genau darauf zählen. Das können aber leider nicht alle jungen Menschen. Viele können nicht in ihrer Herkunftsfamilie aufwachsen. Sie sind Care-Receiver und leben in der stationären Jugendhilfe. Das ist ein globales Problem und betrifft allein in Deutschland ca. 230.000 junge Menschen. In der Regel schon mit 18 stehen sie als sogenannte Care-Leaver dann alleine da. Dann ist nämlich auch die Jugendhilfe nicht mehr zuständig. Und das Paradoxe ist, dass junge Menschen heute im Durchschnitt erst mit ca. 24 Jahren aus dem Elternhaus ausziehen. Es gibt also gesellschaftlich für diese Gruppe eine ohnehin schon sehr benachteiligte Zielgruppe, viel höhere Erwartungen als an ihre Peers. Diese hohen Erwartungen sind für die jungen Menschen aus sehr prekären Verhältnissen eine Last, oftmals eine Überforderung.
Nur die allerwenigsten können diesen Weg, diesen Übergang allein bewältigen. Und die Risiken, an den Herausforderungen zu scheitern, die sind enorm. Und um genau diese Herausforderung, dafür neue Lösungsansätze zu entwickeln, wurde 2019 Brückensteine Care Leaver ins Leben gerufen. Brückenstein ist ein Zusammenschluss vieler verschiedener zivilgesellschaftlicher Organisationen. Und in einem ganz besonderen Bereich, den wir euch heute vorstellen, arbeiten wir daran, Lösungen in die digitale Lebenswelt junger Menschen zu bringen und daran anzudocken. Deswegen sind wir 2020 gestartet, haben den Prozess initiiert. Und wir, das sind die sozialen Innovatoren von Social Impact. Das sind die digitalen Experten von Orbit Ventures und ThoughtWorks, mit denen wir sektorenübergreifend zusammenarbeiten. Und das sind vor allem aber engagierte junge Menschen, die die Lebenserfahrung haben und den sozialen Hintergrund und die uns von Beginn an seit 2020 begleiten. Gemeinsam arbeiten wir auf Augenhöhe, integrativ und radikal nutzungszentriert. Damit leisten wir echte Pionierarbeit, denn wir verbinden Digitales mit sozialer Innovation für gute Digitalisierung, für Tech for Good in der Jugendhilfe. Und erste Meilensteine haben wir bereits erreicht. Und mit den Lösungen, die wir unter dem Dach Caribou anbieten, platzieren wir uns mitten in der digitalen Lebenswelt. Das bekommen wir immer wieder gespiegelt. Für uns ist Caribou also auch der Beweis, dass agile Produktentwicklung im sozialen Bereich große Potenziale und Wirkungen freisetzen kann. Das wird unter anderem auch vom Bundeswirtschaftsministerium erkannt. In diesem Jahr sind wir Teil des Innovationsprogramms für Geschäftsmodelle und Pionierlösungen und entwickeln da auch ganz aktuell einen neuen Service. Das Potenzial wird erkannt, weil wir an ganz konkrete alltägliche Probleme von Care-Receivern und Care-Leavern andocken. Also zum Beispiel den fehlenden Zugang zu Informationen, Austausch mit Gleichgesinnten oder informelle Bildungsangebote. Caribou bietet also in der Leaving Care Phase erstmals einen digitalen Anlaufpunkt für Unterstützung und dockt an den Smartphone-Nutzungsgewohnheiten in der digitalen Lebenswelt an. Mit Caribou meinen wir aufeinander abgestimmte und sich gegenseitig verstärkende Bausteine, die wir Services nennen. Ein erster Service ist ein Online-Forum zu den wichtigsten Themen des Übergangs. Ein zweiter Service, die sogenannte Toolbox, befindet sich ganz aktuell in der konkreten Entwicklung. Und wir wissen auch bereits in Ansätzen, welche weiteren Bausteine wirkungsvoll sein könnten. Wie genau das alles funktioniert und vor allem, wie wir die jungen Menschen selbst befähigen, an dem Prozess teilzuhaben, ihre Bedürfnisse konkret einzubringen und damit auch digitales Engagement für eine Zielgruppe zu stärken, die noch nicht so richtig abgeholt werden konnte bislang. Davon wird euch jetzt Hannes mehr berichten. Ja, danke, Matthias. Genau, ich gebe euch jetzt ein paar Einblicke, wie wir vorgehen. Wenn wir von nutzenzentrierter Produktentwicklung reden, braucht es natürlich Nutzer und NutzerInnen. Und üblicherweise bekommt man die über Marktforschungsinstitute oder Ähnliches. Bei Care-Leavern als vulnerable Gruppe sieht das anders aus. Hier waren wir auf eine Kaltakquise angewiesen für den Service 1, also für das, was Matthias gerade vorgestellt hat, mussten wir sehr, sehr ringen darum, um Teilnehmende zu finden für unsere Tests. Wir haben als Incentives dann Amazon-Gutscheine ausgegeben und haben über alle möglichen Netzwerke gestreut und hatten da diverse Learnings für den zweiten Service, auf die wir aufbauen konnten. Hier haben wir nämlich gemerkt, dass es Gatekeeper gibt, dass es ein sehr geschlossenes Feld ist, um an diese jungen Menschen ranzukommen und dass es hilft, wenn wir diese Gatekeeper bei uns auf der Seite haben, die als Partner mitsehen. Da konnten wir die AWO Braunschweig gewinnen, die uns mit ihrem Vertrauensvorschuss quasi Zugang zur Zielgruppe gewährleistet, gegeben haben. Außerdem konnten wir über Social Media Aktivitäten an die Zielgruppe herantreten und konnten bei der Entwicklung des zweiten Services auf die Empfehlung der Testis aus dem ersten Service zurückgreifen. Das heißt, im ersten Schritt sehr viel Vertrauensaufbauarbeit, die wir dann im zweiten Schritt ernten konnten. Ja, und daraus haben wir ein paar Learnings abgeleitet. Die Kernerkenntnisse waren, dass die Jugendhilfe aus wichtigen Gründen eben ein geschlossenes System ist, zu dem nicht jeder Zugang bekommen sollte.
Es schwingt da von Beginn an oft großes Misstrauen entgegen, besonders auch, wenn wir so von agiler Produktentwicklung und Design Thinking und so Agenturensprache quasi damit auf die Ansprechpartnerin zukommen, gibt es da oft auch so sprachliche Brüche, die wir überwinden mussten. Die Zielgruppe ist teilweise auch sehr zurückhaltend und überfordert am Anfang, und eine große Hürde war auch, dass die Zielgruppe ihren eigenen Status als Care-Leaver gar nicht kennt, weil der Begriff noch nicht so verbreitet ist. Und ja, genau, deswegen war der Vertrauensvorschuss durch die Partnerorganisation eine große Hilfe, eben die vorhin benannte AWO Braunschweig. Damit konnten wir die potenzielle zukünftige Gatekeeper mit an Bord holen und auch die Fachkräfte, quasi diese Sozialarbeiter, Jugendämter, konnten uns weiterempfehlen an die Testis, und wir konnten von deren Vertrauensvorschuss partizipieren. Und ja, wie vorhin gesagt, auch Testis aus den ersten Tests haben uns dann weiterempfohlen. Richtig gut hat auch der Social-Media-Auftritt funktioniert, der aber sehr viel Arbeit im Vorfeld bedeutet hat. Wir haben mittlerweile seit jetzt 2,5 Jahren 600 Follower auf Instagram aufbauen können, und ein großer Teil davon sind Care-Leaver, die uns auch besonders zugewandt sind und die auch schon ein Bewusstsein darüber haben, dass sie Care-Leaver sind und welche Probleme damit einhergehen. Und ja, das hieß regelmäßigen Content streuen, Relevanz in deren Lebenswelt entwickeln mit deren Themen. Ja, hat uns dann geholfen bei der Akquise auf jeden Fall auch. Wichtig war auch, dass wir stets einen Safer Space ausgerufen haben. Eben, wir sprechen von einer vulnerablen Zielgruppe. Das heißt, wir mussten im Vorfeld auch erklären, was genau wir in den Tests machen. Dazu kommen wir am Anschluss auch noch. Wir haben nur in kleinen Gruppen gearbeitet, haben versprochen, keine Videoaufzeichnung der Gespräche zu machen, was sonst bei NutzerInnen-Tests üblich wäre. Mussten auch mit flexiblen Zeiten und Zeitpuffern arbeiten und haben auch versprochen, dass wir eben alles anonymisieren. Und ja, Cash rules everything around us. Es hat sich auch gezeigt, dass eine monetäre Incentivierung besser klappt als Gutscheine. Außerdem, weil gerade besonders, wenn man in einem sozial innovativen Feld sich bewegt, sind Amazon-Gutscheine auch wenig glaubwürdig, und so zum Ärger unseres Controllings und unserer Buchhaltung gehen wir jetzt den Weg der monetären Incentivierung, was auf jeden Fall dankbarer angenommen wurde als die Gutscheine. Und was wir dann eigentlich mit den Testis gemacht haben und wie wir die Testis eingebunden haben, dazu gibt Christoph euch jetzt einen kleinen Einblick. Ganz genau. So, jetzt gehen wir mal ins Eingemachte. Also der Kern unserer Produktentwicklung ist es, den Care-Receivern ins Zentrum zu stellen. Ja, also das bedeutet zunächst einmal, dass deren Probleme für uns verständlich gemacht werden müssen. Deshalb starten wir erst einmal, uns damit Informationen zu beschaffen. Richtig? Diese Research umfasst in den ersten Schritten quantitative Daten, also Statistiken und andere numerische Erfassungen, und wird dann mit qualitativen Daten, also Interviews und Beobachtungen im alltäglichen Leben ausgeführt und angereichert und abgeglichen. So, nun kommt es aber dazu, dass bei Care-Leavern und Care-Receivern allerdings die Datenlage ziemlich dünn ist, da diese Gruppe, wie wir schon gehört haben, noch nicht so als solche lange definiert ist und deswegen auch wenig erforscht. Also haben wir uns zunächst einmal darauf konzentriert, im Sinne der nutzerzentrierten Produktentwicklung mit den Betroffenen in den Dialog zu gehen und damit qualitative Informationen zu erhalten. Diesen Prozess sind wir bei den zwei Services in den einzelnen Methoden unterschiedlich angegangen. Und ich werde euch jetzt erstmal erzählen, wie das mit dem zweiten Service passiert ist, bei dem ich mit dabei war. So, wir wollen also von den jungen Menschen persönlich hören,
was sie besorgt, um ein Produkt zu entwickeln, das nicht nur auf ihre Bedürfnisse zugeschnitten ist, sondern auch so gestaltet ist, dass es von ihnen adaptiert wird. So, wir nennen das die Discovery-Phase in unserem Prozess. So, die ersten zwei Workshops beschäftigten sich mit dem Problemraum und die letzten zwei steuerten auf eine Lösung zu. Hier war federführend Ela Waas, eine Design-Thinking-Expertin von Social Impact. Also, wie ging es los? Angefangen haben wir mit einem ersten Workshop zusammen mit dem Care Receiver und einigen Betreuerinnen, um erst einmal das Netz weit auszuwerfen und eine Katalogisierung größerer Sorgen und Nöte durchzuführen. So, dies nennt man divergentes Verfahren und umfasst unterschiedliche Brainstorming-Methoden. So, Themen, die wir daraus sammeln konnten, waren zum Beispiel das Ende der Regelschulzeit, der 18. Geburtstag, Führerschein, Wohnungssuche und die generelle finanzielle Zukunft. Das sind alles Sachen, die diese Zielgruppe sehr beschäftigt hat. Und nachdem wir eine umfassende Liste dieser Sorgen und Nöten hatten, fokussierten wir uns im zweiten Workshop darauf, herauszufinden, wo die Care Receiver die größten Herausforderungen in ihrer Zukunft sehen. Und schlussendlich kristallisierte sich das Thema Auszug heraus, als jenes, welches die meisten nervös machte. Und das inkludiert Finanzierung, Wohnungssuche und die Bürokratie. Das sind so Faktoren, welche seelischen Druck dort verursachen. Und das ist ein sehr wichtiger Punkt, dieser seelische Druck, denn das Thema Mental Health flankierte stets die Diskussion über die Herausforderungen, die wir besprochen haben. So, dann im dritten Workshop erarbeiteten wir mit den Care Receiver mögliche Lösungswege. So, diese Phase wird als konvergent bezeichnet, weil wir von dem ganz offenen Sammeln von Daten ausgehend nun anfangen, spezifischer zu werden. So, hierbei gingen wir ebenfalls ergebnisoffen vor. Das ist immer sehr wichtig, nicht zu viel vorzugeben. Und den Care Receivern wurde freigestellt, wie und in welchem Medium die Lösung stattfinden könnte. Und wir hatten unterschiedliche Dinge von einem Trainingsformat über eine Videoserie, To-Do-Listen, wurden unterschiedliche Ideen generiert. Aber es wurde sehr schnell klar, dass eine digitale Lösung in Form einer App deutlich bevorzugt wurde. Und das ist verständlich, denn die spiegelt auch die Lebensrealität der Care Receiver wider, für die das Handy ein absolut zentraler Knotenpunkt ihres Soziallebens ist. So, und im letzten Workshop, welcher leider wegen steigender Corona-Inzidenzen remote stattfinden musste, und wir haben dazu ein Kollaborationstool genutzt, so ein sogenanntes digitales Whiteboard. In dieser Phase gingen wir also dann konkreter daran, diese App zu gestalten. Und die Care Receiver zeichneten auf, wie sie sich die Funktionen und unterschiedlichen Screens in einer App vorstellen. So, natürlich ging es nicht darum, uns die App designen zu lassen. Aber da die Zielgruppe sehr versiert im Umgang mit Apps ist, ist es interessant zu sehen, wie sie sich einen optimalen Flow vorstellen oder was sie einfach in einer App anspricht. So, und dieser nutzerzentrierte Prozess zeigt, wie man in einer Discovery zunächst einmal einen Problemraum öffnet und schließlich beginnt, Ideen und Lösungen in der Zielgruppe zu entwickeln. Das ist der erste Part. Und Nina und Nuno erzählen euch nun, wie man in dieser Discovery-Phase gewonnene Informationen beginnt zu vertesten und in eine reale digitale Lösung umsetzt. Super, vielen Dank, Christoph. Besser hätte ich es nicht sagen können. Und genau, Thema Entwicklung und Testing, da tauchen wir jetzt ein bisschen weiter ein. Bevor wir das aber tun, nochmal einen kleinen Schritt oder einen Gedanken, den ich gerne nochmal hier erwähnen würde. Und zwar haben wir festgestellt, einerseits, wie Christoph das gerade gesagt hat, dass es der Problemraum, der sich diesen jungen Menschen bietet, extrem vielfältig ist. Gleichzeitig ist es aber so, dass es auch unterschiedliche Strategien gibt, wie Care-Leaver und Care-Receiver diese Probleme tatsächlich dann lösen. Und wir haben das quantitativ untersucht und haben festgestellt, dass 51% der Care-Leaver und Care-Receiver wollen Probleme lieber alleine mit anderen lösen. Also sprich, suchen sich aktiv Hilfe und Menschen um sich herum, die ihnen helfen, während 49% diese Probleme lieber alleine lösen wollen. Da spielt eben auch die Erfahrung rein,
dass diese Menschen sich leider oft nicht auf ihr Umfeld verlassen konnten und deswegen sagen, ich mache es lieber alleine, bevor ich enttäuscht werde. Würden wir uns jetzt bei diesem Split tatsächlich nur auf die eine oder die andere Seite fokussieren in der Produktentwicklung, dann würden wir einen großen Teil unserer Zielgruppe ja quasi außen vor lassen. Und das kann natürlich nicht unser Ansatz sein. Deswegen gibt es, wie wir gerade eben auch schon mal ein paar Mal erwähnt haben, zwei Services. Einmal das Forum und einmal die Toolbox, die Christoph gerade einmal vorgestellt hat. Und wir sind tatsächlich bei Forum und Toolbox in der eigentlichen technischen Softwareentwicklung sehr gleich vorgegangen. Und das wollen wir euch gleich erzählen. Hier aber nochmal kurz davor, einmal, was ist dann ein Forum und was ist eine Toolbox überhaupt? Ganz einfach, ihr seht hier ein paar aktuelle Stände visualisiert auf Smartphones und daneben quasi einmal bei dem Forum. Das ist relativ klassisch, wie man das kennt. Care Receiver, Caliber können Fragen stellen, können sich gegenseitig auch Antworten geben. Auch die Zivilgesellschaft und Expertinnen sind dazu angehalten, Fragen und Antworten oder vor allem Fragen zu beantworten. Und die Idee ist hier, dass sich diese Community untereinander vernetzen kann und eben Erfahrungen und Wissen teilen kann. Also auch dieses Thema Partizipation, was wir immer wieder von Care-Liebern und Care-Receivern gehört haben, das ist hier auch nochmal eine große Chance. Bei der Toolbox wiederum ist es so, hier zielen wir eher darauf ab, dass die Menschen alleine ihre Probleme lösen können oder mehr oder weniger alleine. Und das funktioniert so, dass Expertinnen erstellen To-Do-Listen zu sehr vielfältigen Themen, wie beispielsweise der Wohnungssuche. User können diese Listen dann herunterladen und Schritt für Schritt Aufgaben einfach abarbeiten. Und das mag vielleicht erstmal banal klingen. Tatsächlich ist etwas, was wir immer wieder hören, ist, dass Care Receiver in ihrer Zeit in der Pflege, aber eben auch durch das fehlende strukturelle Umfeld nicht wirklich gelernt haben, sich selber zu organisieren und zu strukturieren. Und wir geben ihnen hier quasi die Chance, Dinge, die sie gar nicht wissen können, dass sie zumindest erfahren, dass es diese gibt und dann auch noch, dass sie lernen, wie sie damit umgehen. Wie sieht das dann letztendlich aus? Caribou ist ein Ökosystem. Wir denken hier nicht in einzelnen kleinen Services, kleinen Lösungen, die wir auf die Zielgruppe loslassen, sondern wir denken ganzheitlich, langfristig und nachhaltig. Und deswegen sind diese einzelnen Services integriert in eine Plattform, die Caribou heißt und auch bereits verfügbar ist. Der erste Service, das Forum, der ist quasi gerade in der Go-to-Market-Phase. Das heißt, dass die erste Version der MVP ist entwickelt. Aber jetzt sind wir erst dabei, haben auch erst jetzt Fördergelder dazu bekommen, um diesen quasi den Traffic, den Besucher anzulocken sozusagen und um die Nutzung der Seite zu intensivieren. Der zweite Service, die Toolbox, die ist aktuell in der MVP-Entwicklung. Eine Kollegin von uns ist auch gerade heute wieder dabei gewesen, mit NutzerInnen zu testen und herauszukriegen, wie muss das genau ausgestaltet sein. Und wie gesagt, drittes Service, da haben wir ein paar Konzepte, die wir aktuell aber noch nicht angehen. Wie sieht das dann letztendlich aus? Ich habe ja gerade von Christoph gehört, wie die Ideenfindung und die Problemanalyse funktioniert. Was wir dann machen, ist, dass wir diese Ideen nehmen und dann einmal fein konzipieren. Also wir müssen ja genau wissen, wie die ausgestaltet ist. Und dann gehen wir in die Softwareentwicklung und in kontinuierliches Testing. Ich werde euch gleich einmal erzählen, wie Idea-Testing abläuft bei uns. Und Nina erzählt euch gleich, wie die anderen Schritte funktionieren. Also Idea-Testing, was ist das überhaupt? Also Idea-Testings haben eigentlich eine sehr einfache Aufgabe. Wir wollen eigentlich wissen, welche Idee kommt am besten an oder kommen unsere Ideen überhaupt gut an. Weil nur weil wir verstanden haben, welche Probleme Care-Liver und Care-Receiver haben und wir uns eine Lösung überlegen, heißt das ja immer noch nicht, dass das dann tatsächlich die beste Lösung ist. Und deswegen gehen wir in sogenannte Idea-Testings, wo wir Ideen gegeneinander vertesten. Bei dem Service 1, kurz vorgestellt, hatten wir drei Ideen, mit denen wir weitergegangen sind in das Testing. Einmal einen Mentoring-Ansatz, ein Forumsansatz und ein Vernetzungsansatz, wo wir Care-Liebler miteinander vernetzen, damit sie sich quasi mehr kennenlernen und austauschen können. Und bei Service 2, wie Christoph erzählt hatte, geht es um die To-Do-Listen, eine Art Notizbuch und Videotutorials, die wir gegeneinander vertestet haben. Wie funktioniert das bei uns? Wir machen das so, wir bauen einen sehr, sehr einfachen digitalen Prototyp, einen sogenannten Click-Dummy. Der fühlt sich ein bisschen schon an wie eine fertige Webseite, aber wie ihr gleich sehen werdet, ist da noch wirklich nicht viel dahinter. Diese Prototypen versenden wir an Care-Liver und Care-Receiver und die können dann da ein bisschen rumklicken, verstehen das Konzept und beantworten im Nachgang eine Umfrage und lernen dann, oder wir lernen dann durch deren Feedback, welche Lösung die beste ist und welche eben nicht. Und das reichern wir dann auch nochmal durch qualitative Insights an, indem wir nochmal in Fokusgruppendiskussionen gehen. Und
Das sieht dann zum Beispiel so aus. Ihr seht hier für den ersten Service diese drei Ansätze. Das sind Artefakte, also sprich Prototypen, mit denen wir getestet haben. Und ihr seht, die sehen total rudimentär aus. Sie sehen nicht schön. Da steht teilweise noch Blindtext drin, also einfach so Platzhaltertext. Das ist auch nicht Maurice, Alter 30, sondern das ist Matthias, dessen Foto wir hier verwendet haben. Wir versuchen hier extrem mit wenig Aufwand sehr, sehr schnell auf die Zielgruppe zuzugehen, damit wir umso früher Feedback bekommen. Und was kommt dann da raus? Das waren unsere Ideen. Wir haben dann, wie gesagt, den Nutzungsbedarf analysiert und sehen dann bei dem Service 1 zum Beispiel, dass Mentoring am besten ankam, Vernetzung war kurz dahinter und Forum war auch fast genau hinten auf, aber war ein bisschen auf Platz 3. Bei Service 2 kamen die Videotutorials am besten an und To-Do-Listen am zweitbesten und das Plan-Analysebuch am drittbesten. Jetzt ist es aber so, wir können natürlich nicht alles machen, was Menschen sich wünschen. Leider gibt es dann noch den Punkt Machbarkeit. Und den haben wir dann technisch eingeschätzt und organisatorisch eingeschätzt. Und dann sieht das Ranking ein bisschen anders aus. Ich gehe erstmal auf Service 2 ein. Da sind das tatsächlich jetzt die To-Do-Listen geworden. Das ist etwas, was aktuell entwickelt wird. Da können wir auch gleich nochmal vielleicht im Nachgang drüber reden, wenn es Fragen gibt. Aber im Kern habe ich es ja schon mal angerissen. So, bei Service 1 war das ein bisschen spannend. Da ist tatsächlich die Vernetzung auf Platz 1 gelandet, was Nutzungsbedarf und Machbarkeit angeht. Wir haben aber dann relativ schnell festgestellt, dass wir hier funktionieren wir quasi nur als Proxy. Das heißt, wir vernetzen Menschen miteinander und haben gar keine Möglichkeit, darauf einzuwirken, was dann in dieser Vernetzung passiert. Und auch wenn es da Wege gibt, das sicher zu gestalten, besteht hier natürlich eine Möglichkeit, dass gerade bei dieser jungen, vulnerablen Gruppe, dass da vielleicht das auch missbraucht wird und eine Vernetzung entsteht, die wir gar nicht haben wollen. Deswegen haben wir gesagt, wir gehen diesen Ansatz nicht an, sondern konzentrieren uns auf das Forum, was immer noch sehr hohe Nutzbarkeit, Nutzungsbedarf und Machbarkeit hat. Und Nina erzählt euch jetzt, wie wir vorgegangen sind in der Konzeption dieser zwei Services. Genau, danke dir, Nono. Genau, jetzt geht es um die Concept-Testings und ähnlich wie bei den Idea-Testings haben wir hier tatsächlich auch mit einem Click-Dummy gearbeitet, also mit einem Prototypen. Erstmal vielleicht, warum überhaupt Concept-Testings? Das ist eine ganz, ganz wichtige Funktion, nämlich dadurch lernen wir, welche Features, also welche Bestandteile in unserer ersten Produktversion enthalten sein müssen. Und wir sind hier so vorgegangen, dass wir uns den Feedback-Loop aus Lean Startup, das hat vielleicht der ein oder andere schon mal gehört, geschnappt haben. Das ist das Prinzip, dass man erst etwas baut. In dem Falle haben wir das anhand eines Click-Dummies, wie gerade schon erwähnt, gemacht. Dann gehen wir in ein Testing mit echten Care-Liefern, Care-Receivern, echten Personen. Auch in dem Falle durch Corona war das tatsächlich remote. Bei einem digitalen Service ist das aber allerdings gar nicht so ein Riesenthema. Und während wir dann eben das Testing durchführen, haben wir ganz, ganz viele Learnings und die dokumentieren wir dann wiederum meistens auf einem digitalen Whiteboard, vielleicht sagt euch Miro was, um dann aus diesen Learnings wieder in einem nächsten Feedback-Loop, der wird nämlich nicht nur einmal durchlaufen, sondern möglichst häufig, wieder zurückzugehen und diese Learnings, diese Erkenntnisse in den nächsten Prototypen einfließen zu lassen. Wir gucken gleich nochmal drauf, wie sich das im Detail dann eben auch anfühlt. In einem nächsten Schritt würde ich aber einmal mit euch auf die Usability-Testings gucken wollen. In denen lernen wir nämlich, wie wir die Features, die wir dann eben identifiziert haben über die Concept-Testings, noch optimieren müssen. Und zwar eben genau auf der Ebene der Verständlichkeit und der Usability. Das machen wir im besten Fall tatsächlich im Realumfeld. In dem Fall war das auch wirklich in der Web-App. Das heißt, wir hatten echten Code. Wir haben gemeinsam mit unseren Entwicklern dieses Feature wirklich gebaut, sind auch dann wieder in Testing gegangen und haben dann eben gemeinsam mit unseren Testies festgestellt, was funktioniert gerade schon gut, was wird vielleicht auch nicht verstanden. Und das sehen wir auf dem nächsten Slide. Da seht ihr auf der linken Seite meine Kollegin Ronja, die das Testing mit einer Care-Lieferin durchgeführt hat. Ihr seht oben auf dem geteilten Bildschirm sieht man einen Smartphone-Screen. Die Testerin hat da nämlich tatsächlich den Click-Dummy direkt geöffnet und den Bildschirm dann eben in diesem Remote-Kontext mit uns geteilt. Das birgt natürlich die ein oder andere technische Herausforderung. In den meisten Fällen, ihr habt es gerade schon gehört, Care-Lieferer sind relativ technisch und digital versiert, hat das aber wirklich ohne Probleme geklappt. Und auf der rechten Seite seht ihr, wie wir als Team das dann eben auch dokumentieren. Ihr seht so kleine Post-it-Notes, auf denen wir dann eben auch aufschreiben, okay, in Rot beispielsweise,
das hat jetzt gerade überhaupt nicht geklappt. Da steht dann zum Beispiel sowas wie hier, der Überblick ist optisch noch so ein bisschen anstrengend. Irgendwie sieht das gerade alles noch so gleich aus. Und daraus können wir dann eben wieder iterieren und daraus ziehen, hey, was lernen wir? Gut, vielleicht müssen wir da nochmal verschiedene Ebenen einziehen oder das visuell einfach nochmal anders gestalten. Genau. Im Rahmen dieser ganzen Entwicklungs- und Testingphase hatten wir jetzt natürlich auch gerade mit der vulnerablen Zielgruppe einige Learnings. Ich würde da nochmal auf 3 verschiedene Aspekte eingehen. Das erste, ganz, ganz wichtig, ist, dass wir tatsächlich unsere Testings an die Lebensrealität der Person anpassen müssen. Das bedeutet im Zweifel auch, dass wir vielleicht mal eine halbe Stunde Überstunden machen, weil wir uns nach den Arbeitszeiten der Testis eben auch richten. Wenn die Ausbildung eben bis 19 Uhr an dem Tag geht, dann können wir uns erst danach treffen. Das machen wir dann in so einem Fall aber natürlich auch gerne. Auch was das Thema Tools betrifft und Devices, Care Receiver und auch Care Leaver haben ganz oft keinen Zugriff auf einen großen Rechner oder auf einen Laptop, sondern sind sehr viel am Smartphone unterwegs und dann machen wir eben auch sowas möglich. Das andere Thema wurde auch schon genannt, ist, dass wir auch in diesen Testings einen Safer Space schaffen, dass wir erklären, warum wir mitdokumentieren, warum wir Sachen aufschreiben, dass wir das anonymisiert tun. Und dass wir eben auch in den Gesprächen darauf achten, dass wir sehr sensibel auch mit Sprache umgehen. Und einen dritten wichtigen Aspekt, und auch der ist tatsächlich nicht nur im Umgang mit dieser Zielgruppe wichtig, aber da ganz besonders, ist nochmal aufzuzeigen, ey, welche Wirkung hatte jetzt gerade eigentlich deine Kooperation mit uns, deine Zeit, die du uns geschenkt hast, deine Erfahrungen, die du mit uns geteilt hast. Und da haben wir beispielsweise so agiert, dass wir in unseren Sprint-Reviews, das heißt immer, wenn wir so einen Zyklus, den ich gerade vorgestellt habe, abgeschlossen hatten, dass wir da wirklich die Probanden eingeladen haben und gesagt haben, hey, guck mal, ihr könnt gerne mit in den Termin reinkommen, dann seht ihr nämlich genau, wie wir jetzt mit dem, was ihr uns erzählt habt, weitermachen. Genau, das waren erstmal die Kernerkenntnisse und wir wollen jetzt in einem allerletzten Schritt nochmal darauf eingehen und euch ein bisschen erzählen, was war denn jetzt eigentlich das Outcome, was sind die Vorteile und auch die Ergebnisse, die wir jetzt aus der Co-Creation mit Care Receivern und Care Leavern gezogen haben. Und da würde ich einmal an den Hannes übergeben. Danke, Nina. Genau, also das erste Outcome, das erste Learning, was wir mit euch teilen wollen, ist, dass du musst deine Zielgruppe erst kennenlernen. Der Status quo ist, dass man meistens denkt, dass die eigenen Erfahrungen aus unserem Alltag ausreichen für diese komplexen Probleme und dass wir dann den Vorschlag machen, nehmt doch einen Leitsordner mit Formularen, das klappt bei mir selber total super, ist so eine Hypothese, die einfach sich als eine falsche Ausgangslage herausgestellt hat. In der neuen, perfekten digitalen Welt geht es einfach darum, dass wir das Wissen darüber, dass wir selbst eine komplett andere Lebensrealität als unsere Zielgruppe haben, dass uns das bewusst ist. Und deswegen unsere Hypothesen, mit denen wir immer reingehen, die Vorschläge, die wir machen, dass wir die auch stets prüfen, eben mit diesen agilen, schnellen Tests. Und ja, dass man dadurch dann eine validierte Ausgangslage auf Datenbasis hat, mit der man dann immer einen Schritt weiter, einen Schritt näher ans finale Produkt gehen kann. Genau, dann nächstes Slide. Genau. Wichtig ist es dabei dann auch, diese Erkenntnisse, die man dann gesammelt hat, dann nicht einfach rauszuziehen, ins stille Kämmerlein zu gehen und dann irgendetwas dann vor sich hin zu basteln, sondern lass deine Zielgruppe mitgestalten. Es ist so unglaublich wichtig, dass man wirklich die Leute, die es dann auch betrifft, auch mal ranlässt. Also selbst wenn wir von der Zielgruppe die ganzen Erfahrungen mitnehmen, wenn wir dann mit denen alleine sind, kommen wieder unsere eigenen Biases rein, fangen wir wieder an, in verschiedene Richtungen zu gehen, von denen wir glauben, dass sie die Besseren sind. Wenn wir tatsächlich aber in eine Co-Creation, eine Co-Ideation mit dieser Zielgruppe gehen, dann nehmen wir diesen potenziellen Fehlerfaktor, der wir sind, ein bisschen raus. Wir sind zwar immer noch dabei, wir facilitieren, wir moderieren, aber wir mitigieren, dass wir das Thema verfälschen. So. Und deswegen ist es wichtig, für eine passgenaue und treffsichere Lösung mit der Zielgruppe zusammen zu entwickeln auf Augenhöhe. Ja,
Partnern ist super wichtig. Wir haben die Organisation bei Brückensteine, die arbeiten mit super Passion, sind alle im sozialen Bereich mega engagiert unterwegs. Aber in der digitalen Produktentwicklung besteht die Begabung vor allem darin, auch zu erkennen, was wir nicht können, auch als Social Impact noch nicht konnten. Das ist ein zentrales Need. Ich hoffe, dass unsere Session euch das auch nochmal zeigen konnte. Fachexpertise aus der Digitalwirtschaft fehlt viel zu oft noch in sozialen Organisationen. Das Domänenwissen, Design, Technologie und Produkt ist noch nicht so ausgeprägt. Es wäre wünschenswert, wenn der Non-Profit-Sektor das schon hätte. Und deswegen war für uns ganz klar von Anfang an, wir brauchen Partnerinnen, um das stemmen zu können. Und da haben wir auch selbst als Organisation sehr viel Capacity-Building betreiben können. Aber das große Learning ist, sucht euch Partner und schaut über den Tellerrand. Genau. Und was auch ganz wichtig ist, ist, dass nachhaltige Unterstützung im Zweifelsfall eben nicht die Unterstützung nach Wasserfall ist, sondern sie sollte agil und ergebnisoffen sein. Heute ist es oft so, dass der vordefinierte Projektumfang wirklich nicht unbedingt zum Problemraum passt. Wenn wir im Förderantrag schon ein Lastenheft mit abgeben müssen, aber gerne agil und ergebnisoffen vorgehen wollen, dann matcht das leider einfach nur recht rudimentär. Dann kann man immer noch versuchen, das auf einer abstrakten Ebene zu formulieren, aber es schränkt schon sehr ein. Matthias hat das zu Beginn gerade erzählt. Wir haben tatsächlich eine Förderung durch das Bundeswirtschaftsministerium bekommen, aber auch da mussten wir ein Lastenheft einreichen und mussten schon sehr weit vordenken, ohne dass wir in diesem Schritt die Zielgruppe aktiv einbinden konnten. Das heißt, im Zweifel, wenn man sich hier schon zu sehr committet, das Ziel schon ganz genau ausformuliert, hat man tatsächlich keine Möglichkeit mehr einzulenken und flexibel auf Außeneinwirkungen und auf neue Erkenntnisse einzugehen. Und im allerschlimmsten Fall verschwendet man eben Geld und wichtige Ressourcen. In der neuen Welt ist es so, dass wir im besten Fall laufend Nutzerfeedback einsammeln können, auch in herausfordernden Zeiten wie Corona. Wir finden einen Weg, um uns hier anzupassen und können dadurch stetig die vorhandenen Ressourcen, die wir haben, die wir einsetzen können, eben auch effizient zum Tragen bringen. Genau, und abschließend so eins unserer mit wichtigsten Learnings, aber ehrlicherweise auch das, für das wir ehrlicherweise noch keine Lösung haben, aber vielleicht können wir gleich in der Diskussionsrunde nochmal drüber reden. Nachhaltigen Mehrwert bekommt man wirklich nur, wenn man eine neue Art der Finanzierungslogik findet. Und das gilt vielleicht sogar für die ganze Branche, also im ganzen sozialen Sektor, aber auf jeden Fall für digitale Innovation. Das Problem ist aktuell, dass ähnlich, was Nina gerade schon beschrieben hat, dass Förderungen total wichtig sind, gar keine Frage. Aber sie erzeugen natürlich Abhängigkeiten. Und wenn wir überlegen, aktuell sind wir in der Entwicklung des Services 2, der Gott sei Dank gefördert wird durch das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz. Aber wir haben sicher ein Fünftel unserer Arbeitszeit nur darin investiert, diesen Antrag, diese Förderung zu beantragen. Wenn wir überlegen, wir sind in der Digitalwirtschaft, wir sind Dienstleister, wir sind schnell, wir wissen, wie wir Stunden abrechnen, wir prüfen unsere Stunden. Was wir an Geld quasi da rein investiert haben, nur um Geld zu bekommen, ist unglaublich. Und das darf irgendwie so nicht passieren. Es ist total richtig, dass geprüft wird, natürlich, wer kriegt Geld. Natürlich muss gerade eine Förderung der Bundesregierung muss natürlich aufpassen, wo sie Geld hingibt. Gar keine Frage. Ich habe auch keine Lösung dafür. Aber effizient ist es zumindest, was die Produktentwicklung angeht, nicht. Und deswegen können durch diese Art von auch nur mittelfristig Mehrwert erzeugt werden, weil auch diese Förderungen haben ein Ende. Aber eine digitale Lösung hat kein Ende. Man kann vielleicht ein Fest oder ein Workshop oder ein Ausflug der Care Receiver Vereinigung Hamburg kann man vielleicht fördern mit einmaliger Förderung. Aber wenn wir nachhaltig, langfristig diesen Menschen helfen wollen, die ja deren Kernproblem ist, dass von einem Tag auf den anderen mit dem 18. Geburtstag die Förderung geendet hat, dann brauchen wir eine neue Finanzierungslogik. Und wir glauben, dass es möglich ist und möglich sein muss, auch im Sozialbereich eine finanzielle Unabhängigkeit zu erreichen durch eigene Erlösquellen, eigene Einnahmequellen. Das Problem ist natürlich, wir wollen natürlich jetzt keine Werbung auf unsere Plattform schalten, wo sich unsere Care Receiver und Care Leaver sicher fühlen wollen. Wir haben zwar ein, zwei Ansätze, aber wirklich gelöst haben wir diese Nuss auch noch nicht. Und wir sind auch weiterhin auf Förderung angewiesen und haben auch
Das ist einmal klar, wird auch grundsätzlich nichts gegen Förderung, aber wir müssen schauen, dass Förderungen sich anders aufstellen, damit wir eben auch ergebnisoffen und langfristig und nachhaltiger und vor allem auch eigenständiger denken können. Und das war unser Schlussplädoyer. Vielen, vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Wir haben Förderer, wie gesagt, die sind hier auch nochmal drauf und wir sind sehr, sehr dankbar für diese Förderung. Wenn ihr auch aktiv werden wollt, dann schaut gerne einmal bei caribou-online.de vorbei. Das ist, wie gesagt, unsere erste Produktversion. Es wird noch nicht alles perfekt sein. Keine Sorge, daran sind wir dran. Aber auch dafür sind wir quasi gerade fleißig am Entwickeln. Wenn ihr auf den QR-Code draufklickt oder wenn ihr den vielmehr mit eurem Smartphone scannt, dann könnt ihr auch einmal mit uns in Kontakt treten. Vielleicht habt ihr noch Fragen. Vielleicht wollt ihr selber aktiv werden. Vielleicht kennt ihr Leute, die uns helfen können. Wir würden uns sehr freuen über den Kontakt. Vielen, vielen Dank.